Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite Rette die Welt auf meinem Kanal. Und ihr seht auch schon, wer heute mit am Start ist. Der gute Inspire ist mal wieder hier und das heißt FortniteShop.gg hat den Typen hier gesandt. Und damit einher geht natürlich auch ein mega geiles Giveaway für euch, aber das erst gleich. Denn ich darf euch hier heute zu einer weiteren Episode des Blind Tradens begrüßen. Und ihr kennt ja Inspire und ihr kennt sein Inventar. Und das ist einfach nur krank. Zum Beispiel, ich habe ihm jetzt gerade einfach all diese Waffen hier abgetradet und er hat immer noch mehr von diesen Doppelelements-Gas. Er hat verschiedenste Nocturnus gemoddete Waffen. Er hat wirklich nur gemoddete Waffen. Er hat mehrere Zehntausende Sonnen. Das ist einfach nur krank, was dieser Typ alles hat. Und deswegen bin ich richtig gespannt, was ich gleich alles bei ihm rausziehen werde aus dem Inventar. Aber jetzt kommen wir auch schon zum Giveaway, was halt von FortniteShop.gg gesponsert wurde. Und zwar haben wir heute am Start 2500 Sonnen. Auf jeden Fall mega, mega nice. Und auch noch zwei Belagerungen. Belagerungsbrecher mit Doppelelement, genau die gleichen wie die, die ich ihm halt abgetradet habe. Die haben halt Full Energy Perks und einmal Energie und auch noch Feuer drauf, sind auf 130. Einfach zwei richtig coole Waffen. Belagerungsbrecher, einfach ein Mega-Klassiker, den man immer gut gebrauchen kann. Und in der gemoddeten Variante auch mega, mega nice. Aber ansonsten würde ich sagen, wir labern nicht mehr länger drum rum. Außer um das, was ihr natürlich machen müsst, um daran teilzunehmen. Und zwar gebt ihr einfach noch einen Daumen nach oben auf dieses Video, abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und schreibt einen Kommentar mit eurem Epic Games Namen. Wie oft ihr das macht, ist natürlich euch überlassen. Aber es ist auch logisch, dass umso mehr Kommentare ihr schreibt, umso höher ist dann natürlich auch eure Gewinnchance im Endeffekt. Und ansonsten würde ich einfach noch sagen, den Creator Code 2C2 noch in den Item Shop reinhauen. Wäre auf jeden Fall mega, mega fresh. Und dann starten wir rein, oder Inspire? Auf jeden Fall. Los geht's. Alles klar, also ich bin jetzt bei mir schon am Lager. Mich irritiert immer noch diese neue Ansicht, das gibt's gar nicht. Aber ich sortiere auch schon. Sag einfach mal Stopp. Stopp. Alles klar. 3-1. 3-1, oh. Okay. Ja, kriegst du zurück, was ich dir gerade genommen habe. Okay. Sagen wir es mal so. Okay, ich bin am Sortieren. Stopp. Ja. Und ich würde einfach mal sagen, ich nehme die 23. Reihe und das zweite Item. Weil ich weiß, dass du normalerweise viel in deinem Inventar haben müsstest. 6, 9, 12, 15, 18, 21, so die 21. Reihe? Also nee, die 23. Reihe. Alles dasselbe. Oh, das könnten Sonnen sein. Oder ist es irgendeine gemoddete Waffe? Da muss ich noch tiefer gehen. Mann. Ah, direkt Sonnen. Das schmeckt, obwohl, glaube ich, die Waffe, die ich dir gedroppt habe, sogar ein bisschen mehr wert ist. Aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber 200 Sonnen sind auf jeden Fall schon mal ein leckerer Start in das Ganze. Kann ich mich mit anfreunden. Okay, welche Reihe? Machen wir die 13. Reihe. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, also ich glaube, wir machen hier heute wirklich Fair Trade. So kriegst du nämlich zurück, was ich hier gerade genommen habe. Okay, dann würde ich sagen, sortier mal. Ja. Stopp. Ja. Und ich nehme die 12. Reihe und das zweite Item. 12, okay. Das ist auf jeden Fall verkraftbar, würde ich mal sagen. Oh nee, nicht irgendein Crap. Och, das sind auch Kristalle. Quatsch. Ja, aber es sind aber keine Sonnenstrahlkristalle. Das ist ein Unterschied. Muss ich dir vorstellen, es sind wie Diamanten. Junge, Diamanten, die sind eigentlich gar nicht so selten. Und Sonnenstrahlkristall, wenn du das selber farmst, da sitzt ja Jahre dran, bis du einen Stack hast. Alles klar? So, machen wir zweite Reihe, zweites Item und stellen uns danach noch 2-2 vor, dann haben wir deinen Creator-Code. Perfekt. So, also ich habe dir jetzt hier schon wieder was gedroppt und wenn du noch ein paar Mal mehr dieses Item triffst, dann habe ich gar nichts davon, dass ich gerade mit dir getradet habe. Das ja. Ist schon leicht belastend gerade. So, dann würde ich sagen, Stopp. Und, ja. Weil es eben Kristalle waren, nehme ich diesmal die 4. Reihe und das letzte Item aus der 4. Reihe. Okay. Das ist natürlich umso belastender. Für dich? Na, für uns beide, denke ich mal, ist gleich nur ein Tausch. Alter, das wird einfach eine Fairtrade-Folge, Jungs. Es ist absolut gechillt. Aber irgendwer muss eigentlich gleich noch was krass verlieren. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, eine Sache noch im Inventar. Alter, wenn ich die drin habe. Ich hoffe, ich habe die rausgenommen. Dann bin ich am Arsch. Alles klar? Ich nehme die erste Reihe, das vierte Item. Ja, also, ist sehr abwechslungsreich auf jeden Fall, was du hier bekommst. Okay, dann bist du dran. Ja, bin am Sortieren. Stopp. Ja. Und ich nehme die erste Reihe und das letzte Item. Okay, interessant.
Oh ne, interessant ist nie gut. Alter, das gibt's nicht. Wie viel hast du denn davon? Hä? Ich weiß nicht, 30 Stück. Ich hab dir eben schon übelst viele abgenommen und jetzt hast du einfach immer noch gefühlt halbe Welt. Das gibt's gar nicht. Ich sortiere. Stopp. Ja. Oh, was könnte man denn diesmal nehmen? 7. Ah, oh, scheiße. 7. Reihe. 2. Item. Oh mein Gott. Oh, da habe ich reingelackt. Da habe ich richtig reingelackt. War das einzige Schlechte oder was? Das war wirklich das einzige Schlechte. Alles andere war mega geil. Ah, scheiße. Okay. Also es ist auch nicht schlecht, aber es ist mit Abstand deutlich, deutlich schlechter als das andere. Mein Finger stirbt. Okay, stopp. Ja. Und diesmal will ich keine Scar, also gehe ich in die 3, nee, die 23. Reihe hatte ich schon. Also nehmen wir doch mal die 17. Reihe und das erste Item daraus. 6, 9, 12, 15, 17. Reihe. Okay, Item ist egal. Ja, dann sind Sonnen, oder? Komm. Ja, ja. Ah, lecker. Da habe ich einen guten Profit mitgemacht. Da habe ich einen guten Profit mitgemacht. Ja, 17 Brightcore, was ist das denn? Hast du mit den einzigen angebrochenen Stack erwischt. Ehre genimmt. Stopp. Alles klar. 6. Reihe. Ah, Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, komm, ist eher alles das Gleiche. Ist zwar wieder nicht das Beste, was du kriegen kannst, aber auf jeden Fall kein schlechtes Item. Dann würde ich sagen, du bist wieder dran? Ja, bin schon am Sortieren. Okay. Stopp. Ja. Und ich gehe dann diesmal in die 15. Reihe und nehme daraus das letzte Item. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. Reihe, welches Item? Das letzte. Okay. Im Ernst? Oh, nee, das ist eine Nocturno. Das erkenne ich doch. Oh, eine 121er? Was für eine? Einfach nur ein 121er. Die ist ja noch schlechter als die Scar. Aber es ist eine Nocturne, okay? Ja, Nocturne sieht halt einfach immer geil aus. Da kannst du einfach nichts gegen sagen. Ich finde, das ist einfach die coolst aussehende Waffe im ganzen Spiel. So, was willst du mehr? Okay, ich sortiere. Ja, stopp. Okay. 7. Reihe. 3. Item nochmal. Ey, du hast es echt mit der 7. Reihe, ne? Brauchst du eben gerade Brightcore oder so? Ja, wäre nicht schlecht. Hab ja leider nur Sonnen. Oh, leider, ey, Sonnen nehme ich auch gern. Okay. Soll ich bin am Sortieren? Dann würde ich sagen, stopp. Und ja. Wie wäre es mit der 12. Reihe und daraus das letzte Item? Okay. Hab ich nur eins vor meinem Impf? Ja! Ja! Obwohl, nein, wurde auch gedupt. Nein! Ah, Mann! Egal, es sieht cool aus, okay? Ich hatte noch nicht eins. Ich freue mich darüber. Ich freue mich. Hast du noch keins? Nein, nein. Aber es sieht echt insane aus. Da kannst du ja nichts gegen sagen. Sieht wirklich, wirklich richtig geil aus. Sick. Okay, da freue ich mich drüber. Da freue ich mich drüber. Okay, sortier. Okay, dann. Obwohl? Ah, ja, genau, ich muss ja sortieren. Nee, du musst, genau. Stopp! Ja. Mach mal nochmal. Hast du 30 Reihen? Nein. Okay, dann machen wir die 3. Reihe erstes Item für 31er, weil er mir die Waffe gerippt. 3. Reihe erstes Item oder soll ich dann das letzte Item nehmen? Nee, nee. Wegen... 3. Reihe erstes Item. Aber das ist 30. Reihe gesagt. Und... Ja, egal, 3. Reihe erstes Item. Also, ich sag dir jetzt ehrlich, ich würde das letzte nehmen. Nein, ich nehme das erste. Okay, 4. Reihe letztes Item. 3. Reihe, erstes Item. Oh Mann, nimm doch das 4. und letztes, das gibt's nicht. Ich hab gleich kein Brightcom mehr, ich muss noch was machen. Okay, du bist dran. Ich bin am Sortieren. Dann würde ich sagen, stopp. Ja. Und wir nehmen die 5. Reihe, letztes Item. Ich beliebe in das Scar. Auf jeden Fall schmackhaft, muss ich wirklich sagen. Wird ein Scar. Nee. Hä? 6! Was? Der 6 Deckenelektrizitätsscheiße, Mensch. Inzwei, warum hast du was in deinem Inventar? Schäm dich. Wir haben welche gecraftet für unsere Accounts. Stopp. Ja. 1. Reihe, 4. Item. Ey, guck mal. Das 3. wäre richtig scheiße gewesen. Das 4. das tut sogar ein bisschen weh. Es tut sogar ein kleines bisschen weh. Das freut mich. Man braucht es halt für nichts, aber es ist so meine eigene Collection. Deswegen muss ich erinnere mich nur zurück an den Honig damals.
Alter, nee, nein. Nein, wirklich, das war einfach ehrenlos. Und wenn du mir die jetzt auch abnimmst, dann ist das ehrenlos. Ich chatte dir gleich zurück ab. Ich bin am sortieren, ne? Okay, dann würde ich sagen, stopp. Ja. Und ich nehme als soliden Trade dafür die 17. Reihe und das letzte Item und belief einfach, dass es Sonnen sind. Komm schon, wenn Sonnen, wenn Sonnen. 14, 16, 17. Reihe, erstes ist. Ja, ja. Gönnung auf jeden Fall. Aha, lecker. Ha. Sonnen nehme ich immer gern mit. Okay, ich würde sagen, eine Runde machen wir noch, oder? Ja, klar. Alles klar, ich bin am Sortieren. Stopp. Okay. 15. Reihe, letztes Aha. Item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Reihe. Ja, ja. Ich würde sagen, du holst dir dein sonniges Lächeln zurück. Ehre. Okay, dann würde ich sagen, stopp. Und... Ja. Einfach das allerletzte Item, was du im Moment hast. Allerletzte? Ja. Ja gut, das tut mir sogar ein bisschen weh. Davon habe ich nämlich auch nur ein Stack. Immer provisorisch dabei. Ist das aktive? Oh, okay. Nee. Ach, spektral Mineralpulver. Guck mal, das hatte ich nicht. Jetzt haben wir unsere Collections ausgetauscht. Ja, super. Gar nicht mal so schlecht. Also Jungs, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine mega, mega entspannte Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Schaut gerne mal bei fortnite.shop.gg vorbei, falls ihr irgendwas wirklich Sicheres kaufen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Dann wünsche ich euch jetzt noch schöne Ferien. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao.